So, Meal Prep hier am Start, schon für später und ich bereite gerade die Pizza für das andere Video vor und heute besprechen wir, beziehungsweise rede ich mal ein bisschen darüber, was denn so meine aktuelle Makroverteilung ist, wie viel ich ungefähr esse, weil die Frage kam noch jetzt schon häufiger, ja, quasi wie meine Makronährstoffverteilung ist und bei welchen Kilokalorien ich ungefähr liege. Nachdem so ein bisschen die Recovery Diet abgeschlossen ist, also ich quasi deutlich an Fett auch zugenommen hatte, also gleich ein paar Kilo, und ich in etwa jetzt versuche, Lean aufzubauen, peile ich erstmal grundsätzlich ganz grob erstmal einigermaßen 3500 Kilokalorien am Tag an, weil ich sicherlich auch Tage habe, wo ich drüber liegen werde von meinem Kilokalorienverbrauch, aber auch Tage habe, wo ich da drunter liege und tendenziell an meinen Rest Days trotzdem gerne genauso viel esse oder nur ein bisschen weniger und dann an den Trainingstagen doch ein Zacken mehr, zumal ich an meinen Rest Days meistens ein bisschen mehr laufe. So, dann möchte ich einmal durchgehen, was ich an diesem beispielhaften Tag denn so gegessen habe. Mein Under-Eating bestand aus zwei Eiern, Feldsalat und ein bisschen Paprika, also da waren noch ein paar mehr Sachen bei, aber das ist halt einfach der Einfachheit halber, weil sich das alles nicht viel nimmt, ob jetzt Kopfsalat, Eisbergsalat, Paprika oder ein paar Karotten, rechne ich hier einfach mit den groben Werten. So, zwei Eier waren auf jeden Fall am Start. So, dann hatte ich, als ich nach Hause gekommen bin, 600 Gramm von dem mediterranen Biogemüse, ich glaube aus dem Aldi ist das, 400 Gramm Bohnen, 400 Gramm Kartoffeln, die ich mir gemacht habe. Momentan stehe ich sehr auf die, auch auf so Bratkartoffeln, so abgepackte. Dann hatte ich ungefähr 300 Gramm Hähnchenbrustfilet. Teilweise sind es dann 275 oder so. Also da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf. Wenn eine Packung 550 Gramm hat, dann splitte ich das manchmal auch einfach. Hier war ich der Meinung, okay, war ein bisschen mehr. Habe einfach mit 300 Gramm gerechnet. So, dann habe ich mein MyGains Summer Edition Milchreis What the Fuck Protein All Over Your Face Summer Edition mit den Cornflakes, die ich schon mal gezeigt hatte, mit Bärenmix, mit Honig und ohne Whey. Also dort mache ich mir ja die Beeren erst in der Mikrowelle ein bisschen warm, zusammen mit Honig, mit Zimt, mit gegebenenfalls ein bisschen Süßstoff und mix dann den Quark rein, pack das Ganze, also Quark und Körniger Frischkäse, hier habe ich jetzt nur den Quark getrackt und einfach ein bisschen mehr reingenommen und pack dann das Ganze in die Tiefkühltruhe bzw. in den Kühlschrank, je nachdem wie fest ich es haben möchte. Und pack dann später Cornflakes dazu, immer so ein bisschen, damit das ein bisschen crunchy ist. Ist eine ganz geile Geschichte. Und dann hatte ich am Abend noch weitergehend ein Porridge mit ganzen 121 Gramm. Hier war ich extrem korrekt. 100 Milliliter Milch, der Rest ist Wasser. Und hatte ein Scoop Whey. Und dazu hatte ich noch eine Pizza. Das war eine andere Pizza, aber die kommt ungefähr mit dem, was ich da eingegeben hatte, weil die Tricolore hatte ich schon drinne, wollte ich nicht extra suchen, auf die gleichen Kilokalorien, so dass ich in etwa bei 3.339 Kilokalorien gelandet bin, was im Endeffekt an Nährwerten an dem Tag 46% Carbs, 34% Eiweiß und 20% Fett ausmachten. So, dazu möchte ich noch sagen, dass ich in der Regel mit den Carbs oft höher liege, mit dem Eiweiß oft ein bisschen tiefer und mit dem Fett tendenziell, je nachdem halt, wie hoch ich auch von den Kilokalorien bin, dann entsprechend höher. Aber die 20% kommen schon ungefähr momentan noch hin, weil ich gemerkt habe, dass ich meine Form in der Regel, wenn ich mit dem Fett nicht zu hoch schieße, momentan noch ein bisschen stabiler hält und ich sonst immer so ein bisschen Mindfuck habe, wenn ich morgens aufwache und ein bisschen mehr spongy bin und deswegen halt die Fette in der Regel ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, versuche aber nicht tiefer als so diese 70 Gramm in der Regel, mindestens 50 Gramm immer pro Tag und ja, wie gesagt, die Carbs in der Regel etwas höher, so gen 50% und das Eiweiß halt ein bisschen niedriger. Hängt immer so ein bisschen von der Nahrungsmittelauswahl ab. Wie man schon sehen konnte, heute wieder ordentlich Gemüse am Start. Also Gemüse ist halt immer. Heute, es gab wieder Grillgemüse. Richtig geil. Gab es eine ganze Weile lang nicht im Lidl. Deswegen habe ich gleich mal zugeschlagen. Da kommen dann noch Bohnen dazu. Ich strecke das Ganze immer mit Bohnen. Das ist so, dass ich ungefähr, also ich liebe halt
viel Volumen zu essen. Und da gehört dann einfach viel Gemüse dazu. Viel gemixtes Gemüse ist vielleicht nicht jedermanns Sache und kann auch nicht jedermann vielleicht so vertragen. Aber ich habe letztens mal überlegt, den einen Tag hatte ich mal in 2 Stunden mir 4 Kilogramm Essen reingezogen. Also da muss das ein bisschen schneller gehen. Also vom Volumen her kann ich das schon einigermaßen ab. Das war dann aber auch sehr, sehr grenzwertig. Also es hängt natürlich auch ein bisschen mit dem Training, Renegade Training zusammen, dass ich halt einfach mittlerweile gewohnt bin, wenn man das Ganze schon, ja, ich glaube jetzt 1,5 Jahre, 1,75 Jahre so betreibt. Dann habe ich hier meinen Knoblauch-Pfeffer-Seehecht, den ich immer schon angepriesen habe. Den gab es jetzt auch mal wieder, war zwischendurch auch ein bisschen leer. Wie gesagt, die Pizza ist hier in der Mache mit dem Reibekuchen und der Belag wartet schon, dann muss ich noch die Paprika schneiden und ja, that's it. Also schwankt natürlich immer ein bisschen nach oben und nach unten. Wenn ich jetzt Tage habe, wo ich irgendwas gegen 5000 Kilokalorien verbrannt habe, wo ich mal extrem hoch lag, esse ich natürlich auch mehr. Das ist jetzt nicht so, dass diese 3500 Kilokalorien statisch sind. An einem Rest Day liege ich natürlich tendenziell unter diesen 3500 Kilokalorien, außer ich war halt extrem hart mit Pokémon Go am Start. An Trainingstagen liege ich natürlich oder in der Regel drüber. Höchstens an einem Wochenendtag, wenn ich jetzt nicht wirklich viel Bewegung hatte, dass ich denn so auf diese 3500 komme. Ansonsten in der Regel bin ich ja halt immer hinterher, dass ich mich auch jeden Tag halt ordentlich bewege. Also tendenziell 15.000 bis 20.000 Schritte. Wie gesagt, Wochenendtag, wenn ich halt einiges anderes mache, viel zu tun habe oder viele Verabredungen, Termine, wie auch immer, dann kann das schon mal sein, dass ich halt nur auf 12.000 oder 10.000 Schritte komme und wenn das Training jetzt nicht ganz so lange war, dass ich dann halt auch auf diese 3.500 Kilokalorien komme. Aber ungefähr angepeilt so für euch 50%, je nachdem, manchmal ein bisschen weniger Carbs, manchmal ein bisschen mehr Carbs, denn so 20 bis 25% gerade Fette, will ich mal meinen. Das kann sich im Zeitverlauf noch wieder ein bisschen nach oben justieren auf 30%, je nachdem, wie hoch ich denn auch von den Kilokalorien komme, wenn ich mich jetzt so langsam wieder hochsteige im Aufbau, weil das natürlich alles zusätzliches Volumen ist und ja, ich da halt auch noch ein bisschen Luft nach oben habe. Wie gesagt, ich hatte jetzt hier nur 70 Gramm, wenn ich dann auf gute 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder so und nachher irgendwann geht, kann das natürlich prozentual ein bisschen mehr ausmachen. Momentan meistens eher bei dem 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Beim Eiweiß, klar, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht als normale Norm reicht natürlich aus. Tendenziell liege ich halt einfach drüber, weil die Nahrungsmittel, die ich so auswähle und die ich halt gerne esse, das ist der Milchreis, das ist der ist das Porridge mit Whey, das ist eine Mahlzeit mit Gemüse, wo halt entweder viel Fisch oder viel Fleisch, 300 Gramm ist ja jetzt auch nicht so viel am Tag, so 250 bis 300 Gramm Fleisch, 250 Gramm Fisch, dass sie halt alle viele Eiweiß haben. Und mein Mittag dann halt noch mit 2 Eiern oder mit Thunfisch und Ei oder ein bisschen Käse, hat halt alles ordentlich Eiweiß, könnte ich natürlich ein bisschen reduzieren, aber meine Güte, wenn ich da bei 2,5 Gramm lege oder so, macht mich das auch nicht wild. Solange ich halt nicht irgendwie über 3 Gramm oder sonst was weit hinausschieße, bockt mich das relativ wenig. Und da liegt halt auch in gewissen Schwankungen. Jetzt mit der MyGang Summer Edition, wo ich jetzt kein Whey drin habe, wo ich dann halt nur die Beeren drin habe, ein bisschen Honig, Zimt, ein bisschen Süßstoff und halt Cornflakes. Fällt ja schon mal Whey-Protein oder irgendwas dergleichen weg. Also da spare ich ja schon mal. Da würde ich ja normalerweise noch ein bisschen drüber liegen. Natürlich ist der Milchreis jetzt größer als beispielsweise er es in der Diät war. Und ansonsten gebe ich mir halt gerne so, ja, so eine Pizza, manchmal dann halt Sorbet. Da mag ich mich gar nicht so festlegen. Also ich habe meistens halt, wie gesagt, dieses Standardritual ist halt Under-Eating normal. So, ich muss jetzt mal die Kamera in die andere Hand nehmen. Under-Eating, dann folgt auf jeden Fall jetzt in der Off-Season 2 Mahlzeiten im Prinzip. Fleisch oder Fisch mit Gemüse, also ich splitte das auf, weil ich da meistens eine Beilage zu habe. Sei es Kartoffeln, sei es Reis, das sind so meine Lieblingsbeilagen momentan. Zwischendurch habe ich mir auch nochmal Linsen dazu gemacht oder im Mix halt Reis und Linsen. Ja, das ist Standardritual und dann ist halt der Milchreis oft dabei, das Porridge oft dabei und
eine optionale Sache sozusagen. Das kann auch Eis sein. Das kann alles Mögliche sein, worauf ich denn im Endeffekt Bock habe. Und damit fahre ich eigentlich am besten, wenn ich sage, okay, ich habe Standardsachen, die mir schmecken, die ich halt gerne jeden Tag esse. Also es wird mir halt einfach nicht zu viel. Und wenn ich dann noch irgendwas habe, wo ich sage, ja, das ist so ein bisschen Question Mark, das ist mein Fragezeichen, wofür ich mich denn halt am Abend oder am Nachmittag für entscheide, darauf hast du heute Bock. Und so fahre ich recht stabil, was mein Aufbau angeht. Ich kann mir jeden Tag was gönnen, weil ich jeden Tag halt diese eine Mahlzeit mindestens offen habe von den Kilokalorien und kann dann so einigermaßen meine Form wahren und jetzt in einen guten, stabilen Aufbau starten. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen, hat euch ein bisschen Einblick gewährt in die Art und Weise, wie ich das jetzt momentan angehe, wenn ich da die eine oder andere Frage jetzt noch nicht geklärt habe, irgendwas vergessen habe oder irgendwas dergleichen, dann schreibt es so bitte in die Kommentare. Ich versuche allen zu antworten, allen die Fragen stellen. Kann hier und da mal sein, dass ich was verpeile, weil ich es mir angeguckt habe und dann nicht mehr in den News quasi drin ist, in den Benachrichtigungen und dann das so ein bisschen übersehe. Aber in der Regel gucke ich doch die meisten Videos nochmal durch. Ob ich irgendwas vergessen habe zu antworten, also schreibt gerne in die Kommentare. Ich bin über jedes Kommentar, über jeden Like dankbar von euch. Auch über jedes Abo natürlich. Also für die Leute, die vielleicht noch nicht abonniert haben, ne, wisst ihr, wo der Button ist. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video. Eine Sache muss ich noch ergänzen, Leute, mit Blick in den Kühlschrank. Hier das wunderbare Teil. Momentan, oder ich habe jetzt angefangen, mir immer Smoothies zu machen, um da noch ein paar ja, Greens reinzubekommen. Mein Zitronensaft ersetze ich dadurch teilweise, indem ich halt die Zitrone in den Smoothie hau. Auf jeden Fall upgrade ich damit noch so ein bisschen die Mikronährstoffe, die ich mir täglich reinziehe. Jetzt hat leider mein Mixer so ein bisschen Geist aufgegeben. Ich hoffe, ich finde da einen, der halt länger hält, beziehungsweise für Smoothies besser geeignet ist. Wenn ihr da eine Empfehlung habt, haut sie auf jeden Fall gerne raus. Wenn ihr einen habt, wo ihr sagt, oh, der bringt es auf jeden Fall, der hält schon lange und der macht seine Arbeit gut, auch wenn mal ein bisschen schwerer was zu häckseln ist. In dem habe ich jetzt auf jeden Fall Banane drin, Berries habe ich drin, Spinat habe ich drin, Mixed Salad, Zucchini habe ich drin, Zitrone habe ich drin. Und ich glaube, das war's jetzt erstmal. Ich wollte mir demnächst auch mal wieder einen mit Ingwer machen, weil Ingwer fresse ich sonst immer pur. Auf jeden Fall sollte das noch so eine kleine Ergänzung sein mit Blick in den Kühlschrank.